230 glückliche Darsteller auf einer Bühne. Kleine Künstler unterschiedlichster Herkunft, mit und ohne Behinderung. Das Kindermusical Fabula bewegte am Wochenende sowohl Mitwirkende als auch ein begeistertes Publikum. Durchgeführt wurde das Projekt vom Förderverein Jolly Dent. Mitbegründer und Organisator des Musicals, Dr. Wolfram Geiger, ist hoch zufrieden. Sie haben das so schön gemacht. Es gab keine Grenzen auf der Bühne, egal wie. Und das ist eigentlich die Intention und die wurde umgesetzt. Und darüber sind wir alle sehr, sehr glücklich. Mich hat total beeindruckt, wie die Kinder miteinander umgegangen sind. Behindert, nicht behindert, Migrant, nicht Migrant. Alles war ganz normal, sie sind ganz normal miteinander umgegangen. Und da würde ich mir wünschen, auch die Erwachsenen würden sich manchmal diese Gedanken der Kinder ein bisschen übernehmen. Fabula erzählt die Geschichte aller Farben, von denen jede für sich ihren ganz eigenen Charakter besitzt. Diese Farben streiten, vertragen und vermischen sich, um am Ende schließlich alle gemeinsam eine Einheit zu bilden. Das Rot versuchte, das Blau einzugrenzen. Aber das Blau war nicht zu fassen, so als ob es aus Luft wäre. Insgesamt 1.800 Zuschauer besuchten an drei Abenden das Fuldaer Schlosstheater, um sich Fabula anzuschauen und anzuhören. Dass das Stück etwas ganz Besonderes ist, darin ist man sich einig. Wunderschön. Meine Nichte hat mitgemacht im Chor. Ganz, ganz toll. Der Hintergrund mit Jolly Dent und die Integration, das hat mir eigentlich am besten gefallen, muss ich sagen. Was hat dir besonders gut gefallen? Violett. Super klasse, die logistische Meisterleistung, so viele Kinder in einem Stück zu vereinbaren, mit Musikinstrumenten, mit körperlicher Betätigung. Da waren ganz lebendige, da waren auch ein bisschen ruhigere dabei und jeder hat in dieser Runde eine Rolle gespielt. Da waren Musiker dabei, die in den Vordergrund getreten sind. Aber alles zusammen hat ein Bild gemacht und hat einen Eindruck gemacht. Das fand ich fantastisch. Sichtlich beeindruckt vom Projekt zeigten sich auch die größeren Mitwirkenden von Fabula. Neben den Kindern aus dem Antoniusheim, vom Kinderschutzbund und aus verschiedenen Grund- und Sonderschulen konnten auch sie den verdienten Applaus entgegennehmen. Unter ihnen der Musiker Frank Tischer, der das Stück am Klavier begleitete und zusammen mit seinem Sohn die Texte lieferte. Für die aufwendige Choreografie sorgten Anna Feuerstein und Antje Hochberger. Die Zusammenarbeit war super, natürlich auch manchmal anstrengend, manchmal ein bisschen chaotisch. Aber bei dem, denke ich, was rausgekommen ist, hat sich das alles gelohnt und das war eine super Zusammenarbeit mit den Kindern. Ein sehr schönes Erlebnis ist es natürlich, mit Kindern zu arbeiten. Das ist natürlich fast wie ein Sack Flöhe hüten. Ist anstrengend, aber ist auch einfach wunderschön, weil Kinder auf ihre eigene Art einem was zurückgeben, was Erwachsene auf eine andere Art einem zurückgeben. Und Kinder stufen nicht ab. Wenn sie es mögen, strahlen sie dich an. Wenn sie es nicht mögen, stampfen sie mit dem Fuß auf und will nicht und so. Und das ist halt schon schön. Und es macht deutlich, dass Kategorien, die Erwachsene haben, Kinder häufig gar nicht haben. Wir erkennen den Behinderten und sind häufig, so geht es mir, unsicher, wie wir uns verhalten sollen. Kinder haben das Problem überhaupt nicht. Naja, es hat zumindest heute auf jeden Fall mal wieder gezeigt, dass behinderte Menschen mit nicht behinderten Menschen, also Kindern, dann eben auch zusammen was auf die Beine stellen können. Darum ging es wahrscheinlich hier vor allen Dingen heute. Ja, als Team hier was auf die Beine zu stellen, monatelange harte Arbeit hinter sich zu bringen, um dann heute Abend hier ein großes Publikum zum Applaus zu bewegen. Das hat auf jeden Fall geklappt, das war hervorragend. Das ist ein extrem gutes Beispiel, wie man viele Multiplikatoren erreichen kann, um genau diese Botschaft, dass wir alle Menschen sind und alle gleich sind, nach außen zu tragen. Es sind so viele Schulen und Einrichtungen an dem Thema jetzt beteiligt gewesen. Das hat schon eine Streukraft, gerade für die Region, die schon recht groß ist. Der Erfolg gibt nicht nur allen Beteiligten recht, sondern vor allem weitere Motivation. Und vielleicht gibt es schon bald ein neues,
bunt gemischtes Theaterstück. Osthessen TV. Sehen, was bewegt.